Also wir zeigen zum 100-jährigen Jubiläum der Eröffnung dieses Museums eine Sammlung oder eine Auslese aus der Fotosammlung, die die Museumsgründer dem mit ins Haus gebracht haben. Die haben nämlich auf ihren Fahrten, Ankaufsreisen diese Dampferrouten befahren und das ging in Istanbul los und endete in Yokohama. Und im 19. Jahrhundert, nach der Öffnung des Suezkanals 1869, da konnte man tatsächlich innerhalb von 3 Wochen von London nach Indien gelangen. Und das ist selbstverständlich auch sehr bedeutsam gewesen für den Kolonialismus. Und es haben sich dann in diesen Hafenstädten, in den großen Hafenstädten, Fotostudios angesiedelt, einheimische, aber natürlich auch europäische. Und wir haben in unserer Sammlung eine gute Proportion, also 50-50 etwa, 35 namhafte Fotografen und die eine Hälfte europäisch, die andere einheimisch. Naja, und dann haben die Globetrotter dort, meistens in unmittelbarer Nähe, auch zu den Grand Hotels, ihre Sammlungen zusammengetragen. Und man hat eben gerne Menschenaufnahmen gestellt, einerseits um dieser Herausforderung zu begegnen, also der Bewegung, aber auch um ja, bestimmten Klischees wiederzugeben. Also es gibt für alle diese Länder, die auf der Reiseroute liegen, auch in Europa natürlich Klischees, wie sieht ein Lastenträger aus, wie sieht ein Derwisch aus, wie sieht ein türkischer Händler aus. Und natürlich können wir da auch diese koloniale Brille erkennen, mit der Europäer eben diesen Ländern auch begegnet sind. Und wir haben also ein richtig gut durchdachtes kommerzielles System. Und zur Perfektion ist das dann in Japan gelangt. Da haben wir ganz am Ende der Ausstellung auch so einen kleinen Katalog. Da können Sie sich Taschentücher, Zigarettenschachteln mit Fotomotiven auswählen. Und da steht der Preis daneben. Oder auch eine Handtasche, Modell Nanako, wo also aus Seide, wo dann ein Fotomotiv dargestellt ist, wiedergegeben ist.
typisch für Japan ist ja auch diese Handkolorierung in zartesten Farben. Und man darf davon ausgehen, dass das auch ein Produkt dieser fantastischen Holzschnitttradition ist, wo ja auch die Drucker und diejenigen, die die Farben aufgetragen haben, das war ja ein eigenes Metier. Und diese arbeitsteilige Produktion, die hat sich dann auch, setzt sich in der Fotografie fort. Oder man kann auch sehen, das haben wir auch gezeigt, zum Beispiel bestimmte Motive, berühmte Sehenswürdigkeiten. Da gibt es von Hiroshige in der Serie der 100 Ansichten von Edo, diese berühmte Darstellung mit den Wisteria, den Blühenden und die Trommelbrücke. Und Sie sehen dann, in der Fotografie wird das genauso weiter transportiert.